Hallo Backfreunde, wir sind wieder in unserem Element, haben uns wieder was ausgedacht, was wir heute machen wollen. Und ich sage Ihnen was, es macht einfach so viel Spaß. Wenn ich jetzt daher schaue, ich habe mir schon alles vorbereitet, was ich brauche für die Torte. Das braucht ihr zu Hause auch. Ihr braucht Teigschaber, Schneebesen, Messer zum Durchschneiden, Paletten zum Streichen, dann zum Abziehen die Spachtel, dann einen Garnierkamm zum Verzieren, dann Einteiler zum Einteilen eurer Torte. Und eine Drehplatte und einen Spritzbeutel und einen Spritzbeutelständer. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann ist das ein minimaler Betrag für das, was Sie über viele, viele Jahre, sprich manchmal auch für Generationen, wenn ich an unsere Backformen denke, verwenden können. Wir sind in dem Backformenbereich oder überhaupt im Ringe-, Rahmen- und Ränderbereich wirklich spitzenmäßig. Das ist höchste Qualität und ich weiß nicht, wo Sie diese Qualität in dieser Materialstärke und in dieser Auswahl noch finden. Und Sie lieben Lomara genauso wie wir. Wir haben schon den 5-Eier-Biskuit vorgebacken. Ich zeige Ihnen das jetzt mal einfach immer wieder einen Schritt, weil wenn ich jetzt 5-mal durchschneide, ist es immer das Gleiche. Ihr nehmt dieses Messer. Ihr geht es her und sägt es. Es wird nicht geschnitten, sondern immer gesägt. Also wir sägen so lang durch den Biskuit. Also noch einmal, es wird so lange gesägt, bis wir durch den Biskuit durch sind. So, jetzt haben wir die erste Platte schon durchgeschnitten und jetzt drehen wir das Ganze um. Schaut, und das ist ein wunderbarer Biskuit und achtet immer darauf, dass euer Biskuit 1-2 Tage alt ist, dann lässt er sich viel besser verarbeiten. Noch einmal zum Merken und jetzt säge ich eine hauchdünne Scheibe und ihr seht auch jetzt, wie wichtig die Drehplatte ist. Da kann ich mir halt alles schön zurechtdrehen, so wie ich das Ganze brauche. Durch sind wir bei der zweiten Platte und das mache ich jetzt mit dem Rest auch. Unsere Böden sind jetzt geschnitten. Wir haben 5 an der Zahl. Einen habe ich schon in meinem Ring 24. Schaut's, und jetzt haben wir hier 3 verschiedene Füllungen hergestellt. Einmal Apfelmus, das haben wir abgebunden mit etwas Fruchtquell. Das ist eine modifizierte Stärke, die bindet im kalten Zustand. Können Sie ganz vielseitig einsetzen. Dann haben wir eine Sahne aufgeschlagen mit der Vanillecreme. Das ist ja die Creme, die hilft immer, wenn nichts mehr hilft. Die Vanillecreme ist einfach der Renner und bindet die Stärke, Johannisbrotkamel. Und dann haben wir Sahne aufgeschlagen mit unserer Nusssahne von Eiko. Und jetzt setzen wir die Torte mit 3 Füllungen ein. Das heißt also, wir nehmen jetzt vielleicht, egal mit was Sie anfangen, ist ganz egal, ich nehme jetzt mal die Nussfüllung und streiche die Nussfüllung auf den ersten Boden. Dann lege ich den Boden auf den nächsten, streiche etwas Apfel und dann die Vanillecreme. Und so setze ich die Torte komplett ein. Schaut, die ersten Böden haben wir jetzt schon drin. Und jetzt noch einmal, damit Sie die Arbeitsgänge sehen. Wir gehen jetzt her, nehmen was von diesem Apfelmus, streichen das jetzt hier drauf, machen die Schüssel schön sauber, wie sich das gehört. Mit unseren Schabern geht es ja wunderbar. Dann nehmen wir die Winkelpalette. Ich nehme jetzt die große Winkelpalette, streiche das Ganze jetzt hier glatt. Und jetzt mache ich noch einmal Vanillecreme obendrauf und wir haben einen wunderbaren Schneebesen. Das ist ein Schneebesen, der hat auch einen Teigschaber dabei, das heißt ein Schaber. Schaut mal, wie ihr die Schüsseln schön sauber machen könnt. Also nur mit diesem Schneebesen hier entlang fahren, das ist ein Silikonteilchen und so kann ich die Schüssel wunderbar sauber machen. Ich verstreiche jetzt die Vanillecreme. Einen kleinen Rest lasse ich jetzt noch drin zum Verzieren. Dann mache ich noch eine Lage Nusssahne drauf. Dann kommt der Deckel drauf und dann geht's weiter. Wenn ihr eine schöne gerade Oberfläche wollt, ob Sahne oder Vanillecreme, dann macht ihr die Palette ein bisschen feucht, also heißes Wasser und fahrt es oben drüber, schaut und dann wird es wunderbar. Dann haben Sie eine richtig schöne glatte Oberfläche. Und jetzt gehen wir her, nehmen unseren Tortenauslöser, ihr hängt den hier am Rand ein, fahrt hier am Rand entlang, schaut wie ideal das geht mit der Drehplatte. Ist nicht wegzudenken bei uns. Und jetzt geht es her und zieht den Ring ab. Und schon steht sie mal perfekt da. In unserem Modul Krone habe ich jetzt
das Apfelmus mit, das sind 350 Gramm Apfelmus, 4 Teelöffel Tortenjelly aufgekocht, habe es hineingegossen und kalt gestellt. Ich habe es jetzt aber auch noch kurz in die Gefriertruhe, damit es wirklich richtig schön stabil ist. Jetzt gehe ich her, stäube das Ganze mit Dekorzucker ab, damit wir es hinterher schön auf die Torte legen können. Und jetzt geht es her, dreht es das Ganze um und stürzt es mal vorsichtig auf die Folie. Und jetzt holen wir das Ganze aus dem Modul raus. Ich nehme jetzt unsere schöne Schaufel, fahre hier mal rein und versuche das Modul in die Hand zu nehmen und vorsichtig hier aufzulegen. Schaut's, und das hat wunderbar geklappt. Sehr schön. Das Kleine haben wir auch rausgenommen und das können wir jetzt in das Innere legen. Und jetzt verzieren wir sie noch schön. Schaut's. Ich habe ja jetzt drunter eine größere Tülle und jetzt stecke ich die drauf und immer wenn ich sowas erkläre, dann manchmal vergesse ich es zum Sagen. Sie müssen die beim Spritzen jetzt mit ihren zwei Fingern festhalten und jetzt gehen wir her und spritzen einfach hier nur so ein easy, einfaches Muster und schon ist die Torte fertig. Und die Simone hat gesagt, wir streichen die Außen am Rand nicht mehr, weil durch die Böden und durch das Apfelmus und durch die Nusssahne und so hat es eine wunderschöne Farbe. Wir haben es unten nur noch ein ganz kleines bisschen mit der größeren Standtülle verziert. Was wir auch gemacht haben, wir haben sie eingeteilt mit dem Tortenteiler, bevor wir ja das Modul aufgelegt haben. Und dieses Modul, egal wie groß Ihre Torte ist oder wie klein Ihre Torte ist, Sie können das für jede Backform verwenden, egal auch wenn es ein Herz ist oder ein Stern ist. Überall kann man dieses Modul auflegen. Jetzt haben wir das Ganze mit Guss gekocht. Wir könnten genauso gut mit Sahne arbeiten oder mit Creme arbeiten, eingefrieren. Creme muss man immer eingefrieren, Schokolade muss man immer eingefrieren. Und jetzt haben wir eine wunderbare Apfelmus-Torte. Und jetzt backt sie das bitte noch. Ich freue mich drauf, wenn Sie erfolgreich sind und dann die Torte genauso herstellen, wie wir es jetzt auch hergestellt haben, auf ganz einfache Art und Weise. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.